Wir haben bis zum heutigen Tage in unserem Krankenhaus 60 Patienten behandelt mit einer schweren Covid-Erkrankung, insgesamt natürlich viel mehr, aber 60 Patienten, wo wir die Situation so genau dokumentiert haben durch ein CT bei Aufnahme, eine Computertomographie im Verlauf und bei einigen auch schon in der Nachuntersuchung, viele Laborparameter und so weiter. Alles Patienten, die nach den üblichen Empfehlungen und auch nach dem üblichen Vorgehen sicher in anderen Kliniken primär intubiert worden wären. Unser Weg war aber da ein ganz anderer. Wir haben von vornherein gesagt, dass grundsätzlich eine Hypoxämie, ein Sauerstoffmangel, grundsätzlich eine schlechte Indikation ist für eine Intubation. Ohnehin muss man sich Intubation und künstliche Beatmung immer sehr gut überlegen. Das macht man einfach nicht leichtfertig. Das ist immer sozusagen der letzte Weg, der letzte Ausweg, wenn man einen Patienten anders nicht stabilisieren oder retten kann. Das muss man natürlich so sehen. Aber in diesen Situationen bei den Covid-Erkrankten haben wir das doch ganz anders beurteilt. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Hypoxämie allein nicht der Grund sein kann, einen Patienten zu intubieren. So haben wir ein komplettes Konzept entworfen, ein Konzept, wie diese Patienten zu versorgen sind. Wir haben das gut pathophysiologisch begründet, indem wir noch einmal darauf abgehoben haben, dass eine niedrige Sauerstoffsättigung nicht entscheidend ist, sondern dass es auf den Faktor Sättigung mal HB, mal Höfnersche Zahl, um es korrekt zu sagen, ankommt, also den Sauerstoff-Content und dann noch darauf, wie sozusagen der Sauerstofftransport stattfindet, dass man unbedingt auf das Herz achten muss. Auch darauf haben wir schon im März hingewiesen, lange bevor die Pathologen auch berichtet haben, dass es auch zu einer Myokarditis kommen kann. Das war von vornherein Teil unseres Konzeptes, sodass wir dann grundsätzlich eine Eskalation durchgeführt haben über einfache Sauerstofftherapie. Dann, wenn das nicht reichte, eine High-Floor-Sauerstofftherapie, die zusätzlich auch einen gewissen Piep macht. Dann eine CPAP-Behandlung bis hin zu einer NIV und das natürlich in der Regel kombiniert auch mit einer Sauerstoffgabe. Und so haben wir von unseren 60 Patienten 57 sehr, sehr gut behandeln können und glücklich wieder nach Hause lassen können. Das Konzept muss aber noch etwas weiter reichen. Sie müssen sich natürlich auch der Diskussion stellen und die war sehr heftig zu Beginn und bezog sich nicht nur auf die Frage frühe Intubation, strategisch frühe Intubation, ja oder nein, sondern man musste sich auch damit auseinandersetzen, dass es Warnungen davor gab, nur mit Sauerstoff oder mit CPAP zu behandeln oder die Patienten gar inhalieren zu lassen. Es gab Warnungen, dass das vielleicht die Infektiosität, die Ansteckungsrate beim Pflegepersonal und bei den Ärzten vielleicht erhöhen könnte. Und auch damit mussten wir uns auseinandersetzen und das haben wir natürlich getan, indem wir ein komplexes Hygienekonzept entworfen haben und dieses Hygienekonzept sieht natürlich nicht nur die sicher angelegte persönliche Schutzausrüstung vor, sondern bedenkt auch die Raumlüftung, sagen wir mal restriktive Kontakte zu den Patienten. Wir haben die Patienten in Zimmern gehabt mit einer Gegensprechanlage, mit einer Videokamera, sodass man sozusagen auch nicht für einfache Kommunikation, Rückfragen zu den Patienten immer in das Zimmer hinein musste. Und wir haben von Beginn an in dieses Konzept auch eingebunden, dass wir die Patienten haben inhalieren lassen, primär mit Kochsalz über einen Druckluftvernebler, um den Aerosol-Output, den Output von infektiösem Bioaerosol zu reduzieren. Wie immer gab es natürlich im Anfang, als wir uns sozusagen geoutet haben und unser Konzept dargestellt haben, gab es natürlich große Proteste, weil es natürlich etablierte Wege auf den Intensivstationen gibt. Und weil weltweit auch, und das ist wirklich etwas Besonderes auch gewesen, weltweit man eine strategische Frühintubation empfohlen hat. Das lag daran, dass die Chinesen aus ihren Erfahrungen heraus berichtet haben, dass man aufpassen muss, wenn man eine nicht-invasive Beatmung macht, dass man nicht zu spät intubiert. Und das ist hier in Europa insbesondere so interpretiert worden, dass es wichtig ist, die Patienten früh zu intubieren. Und dabei hat man sich an einzelnen Parametern orientiert, nämlich vor allem an der Sauerstoffsättigung und dem sogenannten Horowitz-Index. Und am Ende hat das tatsächlich nach meiner Vorstellung zu wirklich einmaligen Verhaltensweisen, die wir vorher gar nicht kannten, auf den Intensivstationen geführt, dass die Patienten strategisch früh intubiert wurden. Oft Patienten, die mit ihrer Hypoxämie sehr gut noch beieinander waren, mit denen man reden konnte, die essen, trinken konnten, die kommunizieren konnten. Und daher stammt dann auch irgendwann diese Rückmeldung, insbesondere aus New York, von den Happy Hypoxics, dass man sozusagen Patienten gesehen hat, die ausgesprochen starke Sauerstoffmangelzustände hatten, gemessen der Sauerstoffsättigung und die trotzdem ganz unberührt eigentlich davon waren.
Auch der Infektionsschutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Krankenhaus, insbesondere auf den Intensivstationen, das war von vornherein auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und die frühe Intubation wurde zum Teil auch expresses verbis damit begründet, dass das der einzige Weg sei, das Personal zu schützen, weil man eine unglaubliche Sorge hatte, dass insbesondere Pflege, aber auch das ärztliche Personal sich ansteckt bei der direkten, sehr nahen, also dicht am Patienten natürlich stattfindenden pflegerischen Versorgung. Und dann hat man gesagt, nur wenn man die Patienten intubiert, ich habe immer gesagt, wenn man sie abstöpselt, intubiert, dann wird der Kaffee aufgeblasen für die Dichtigkeit in der Trachea und die Maschine angeschlossen, dann ist man sozusagen ganz safe. Ich habe mich auch eigentlich gegen diese Indikation deutlich gewandt, aus zwei Gründen. Erstens, weil ich meine, das kann niemals der Grund sein, die medizinische Indikation zu stellen für eine besondere Therapie, in diesem Fall für die invasive Beatmung. Wir haben aber auch von vornherein gesagt, dass es dieses ganz spezielle Risiko natürlich gilt zu erfassen, weil wir auch wussten, dass viele Menschen sich angesteckt haben in der Pflege. Aber dass es andere Möglichkeiten gibt, sich zu schützen. Und so haben wir natürlich bei uns ein ganz besonderes Hygienekonzept verfolgt, was sehr komplex war. Das bedeutet natürlich, auf jeden Fall darauf zu achten, dass die persönliche Schutzausrüstung vollständig ist. Wir haben darauf geachtet, dass die Zimmer extrem gut belüftet haben. Klimaanlagen, die wirksam sind, hatten wir in diesen Zimmern zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und wir haben darüber hinaus auch etwas getan, wo im Anfang alle etwas skeptisch waren. Wir haben die Patienten bewusst inhalieren lassen. Und das will ich hier noch einmal ganz besonders betonen, weil das so ein typisches Beispiel dafür ist, dass über viele Dinge geurteilt wird, a priori, ohne dass man sich mit der Literatur beschäftigt hat. Wir haben sehr früh in die Literatur hineingeguckt. Wir hatten natürlich viel Erfahrung ohnehin in der Aerosolmedizin und haben gesehen, dass es da Arbeiten gibt, insbesondere eine Arbeit von Edwards, die zeigt, wenn die Patienten, damals waren das Influenza-Patienten, wenn die Patienten mit Kochsalz inhalieren, dass dann weniger infektiöses Aerosol aus den Patienten herauskommt, als wenn man das nicht tut. Dazu muss man noch natürlich einmal wieder betonen, dass die Hauptinfektionsübertragung, also der Übertragungsweg, die Transmission, vor allem über ein Bioaerosol geht. Es kommen also tief aus der Lunge sehr kleine Aerosol-Tröpfchen heraus, die haben eine Größenordnung so um die 0,5, 0,6, man sagt genau 0,4 bis 0,6 Mikrometer, ja, und die sind virusbeladen und die werden exhaliert und die stellen sozusagen die Hauptansteckungsquelle dar. Und wenn man diese Patienten jetzt mit Kochsalz inhalieren lässt, kommt von diesem Bioaerosol, von dem infektiösen Aerosol aus den Patienten weniger heraus. Und das ist ganz wichtig und deshalb haben wir diese Patienten von Beginn an auch im Rahmen eines Hygienekonzeptes auch regelmäßig inhalieren lassen. Tatsächlich stand lange im Vordergrund der Übertragungsweg über die Hände und es gab viele Hinweise aber schon, dass das allein auf gar keinen Fall bedeutsam sein kann und dass das viele Situationen nicht erklärt. Und deshalb bot sich praktisch an die Erklärung, dass es eine Transmission, eine Ansteckung via Aerosol gibt. Und in den letzten Monaten hat sich das ganz besonders klar auch gezeigt. Wir können alle Ausbrüche praktisch nur erklären durch eine Übertragung via Bioaerosol, also virustragende Aerosolpartikel. Wir denken, dass die physiologische Kochsalzlösung inhaliert zu einer Veränderung der Oberflächenspannung tief unten in der Lunge führt. Dort entsteht normalerweise im Bereich von Alveolen und Bronchioli entsteht das infektiöse Aerosol im dem Sinne, dass dort sehr, sehr kleine virustragende Tröpfchen entstehen durch sogenannte Bursting Bubbles oder Bursting Fluid. Und wir denken, dass das Kochsalz dort über eine Veränderung der Oberflächenspannung zu einer veränderten Bildung von Aerosolteilchen beiträgt. Die Qualität der Vernebelersysteme ist ja immer wieder ein Thema in der gesamten therapeutischen Aerosolanwendung. Und ich glaube, die Indikatoren oder die Parameter sind da eigentlich ganz klar. Wir brauchen natürlich als allererstes ein System, was einen hohen respirablen Partikelanteil generiert. Das heißt, möglichst viele
Teilchen, Aerosolteilchen, die tatsächlich auch respirabel sind, dass also die Größenverteilung muss stimmen. Dann sollte der Output relativ hoch sein, damit man nicht zu lange braucht mit diesen Verneblersystemen. Dann ist es wichtig, dass sie sehr gut und einfach zu handhaben sind. Die Patienten mögen Geräte, die sie einfach handhaben, fast intuitiv handhaben können. Und im klinischen Einsatz, muss man sagen, und auch für den längeren Einsatz, ist es natürlich wichtig, dass diese Geräte auch eine gewisse Robustheit haben. Und sie sollten eben wirklich, sagen wir mal, nach hohen Qualitätskriterien hergestellt sein. Und wir sollten uns schon auch darauf verlassen können, dass sie tatsächlich auch das Partikelspektrum generieren und den Output generieren, den man sozusagen bewirbt. Also zunächst mal sage ich immer, muss jeder auf sich selber aufpassen, denn ein Arzt kann nur dann helfen, wenn er selber gesund bleibt. Und da muss man sehr wachsam sein und das muss man weiterhin auch sein. Wir werden weiterhin dieser ganzen Situation, ich sage immer, mit sehr viel Nüchternheit, mit Verstand, aber auch mit Respekt begegnen müssen. Wir werden von Monat zu Monat mehr dazulernen. Und das ist mein erster Tipp an die Niedergelassenen und auch sonst an meine Kollegen, auch in den Kliniken, gut auf sich selber zu achten und vor allem auch vieles, was publiziert wird, erst einmal kritisch zu hinterfragen. Und diese ganze Pandemiezeit hat uns gezeigt, dass gesunder Menschenverstand doch hilfreich sein kann, in einer solchen Situation sich richtig und adäquat zu verhalten. Darüber hinaus muss man, glaube ich, darauf achten, dass die Patienten, wenn sie zum Beispiel aus den Krankenhäusern nach Hause kommen, wenn sie fraglich wieder genesen sind, dass sie noch eine sehr lange Zeit brauchen, um sich wirklich zu erholen. Wir empfehlen unbedingt für 4 bis 6 Wochen auch die Heparintherapie beizubehalten. Ich würde auch empfehlen, zu Hause die Inhalationstherapie fortzuführen. Ebenso eine Therapie mit einem PEP-System, ob man das jetzt mit der Inhalationstherapie direkt verbindet oder das getrennt voneinander macht, glaube ich, ist sehr hilfreich, weil die PEP-Systeme unbedingt hilfreich sind, auch den Gasaustausch sozusagen fördern. Und die Inhalationstherapie aus genannten hygienischen Gründen auch fortführen. Das wären, glaube ich, so meine wichtigsten Tipps an die Kollegen, die sie dann an die Patienten natürlich weitergeben müssen.